Was wissen wir überhaupt über Kasachstan? Ich nicht wirklich viel, was ich eigentlich ganz gut finde, weil ich finde es nicht gut, mit Vorurteilen in ein Land zu kommen. Wir treten unsere erste Offroad-Tour an. In den kleinen Shops, die man fast überall finden kann, da kaufen wir diesen eifrigen Verkäuferinnen etwas Kümmels ab. Blue one is good. Okay, nice. Blue one is good. Kimmis, had a horse milk with honey and then fermented, and this is why it has so much pressure inside, then you need to open it in the outside of the car and not inside, because we will make a big mess. But anyway, I will taste it now. Mm-hmm. Actually more sweet than I thought. It's a little bit sour, tastes still like a little bit like yogurt, sweet, sour. Took like maybe 2 hours to come to here by driving through the desert or the steppe. Yeah, we are getting ready, and so we can go to the next place, but I will tell you soon when I know the name. So let's go. Am nächsten Tag machen wir uns erneut auf. Der Leuchtturm in einem der Wohnhäuser ist ein Wahrzeichen von der Stadt Aktau, bevor wir auf die geraden, kilometerlangen Straßen treffen. Hello! The small ones and the big one. It's like you can see all the oil what get harvested in this region, so this is like quite rich region because they pump out all the oil from the ground.
Bosch Schirra ist eine Tonkalksteinlandschaft, welche vor 10 Millionen Jahren zum Vorschein kam, als der Tethys-Ozean verschwand. Die Landschaft erinnert einen an einen anderen Planeten. In dieser Gegend gibt es nämlich keine Flüsse oder Bäume, die etwas Leben in diese kahle Gegend bringen würden. Da denkt man, in der Steppe gibt es nur Flachflächen und dann sieht man diese faszinierende Landschaft. Ich finde, es gibt ein gutes Verständnis, wie ein Meer auf dem Boden geformt sein wird, wenn man sich diese Landschaft hier nur so anschaut. Wir sind hungrig und machen ein Feuer und lassen den Abend ausklingen. Mit dem Blick auf den so klaren Sternenhimmel, wie ich es wahrscheinlich noch nie so reichhaltig gesehen habe. Am nächsten Morgen brechen wir früh auf. Ich persönlich hätte hier noch einige Tage verbringen können, doch richte ich mich an meine Weggefährten. Ich hoffe, du warst genauso erstaunt über solch spektakuläre Landschaft in der Steppe wie ich. Vergiss mir nicht, ein Gefällt mir da zu lassen und wenn du auch bei meinem nächsten Video dabei sein möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!